erstmal schön Credits sammeln. Die können wir jetzt auch brauchen, denn im Shop heißt es nun natürlich Anzug Stufe 4, wir kommen. Ja, genau. So, Anzug Level 4, was brauchen wir? Hallo? Nicht genug Credits, ja, wie viel brauche ich denn? Ach hier, 35.000, ja Gott, komm, das kriegen wir hin. Dann verkaufen wir mal die ganzen verfluchten Stasepacken, die wir ja schon wieder haben. Oh, Strahlmuni habe ich auch in Massen. An die können wir uns dann mal als nächstes ranmachen, würde ich sagen. Strahlmuni ganz viel. Ja, Impulsprojektile auch nicht gerade wenig. Okay. So, jetzt haben wir genug. Jetzt können wir uns den Anzug leisten. Rein in die gute Stube, Isaac. Lass dir noch ein paar Nieten anschweißen. Dein linker Arm ist noch frei. Und um den Sack rum hast du auch noch Kapazitäten. Los geht's. Spratzel, Spratzel. So, ich bin ja mal gespannt, was jetzt... Yeah, jetzt sind wir doch so langsam mal symmetrisch angeordnet hier. Und tatsächlich, der linke Arm und um den Sack rum hat er was gekriegt. Schön. Ich hab's genau gewusst. So, immer noch nicht schön, aber praktisch. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Verteidigung, das ist ganz gut. Brauche ich noch was? Eigentlich nicht. So, aber wir haben hier noch einen Halbleiter, sehe ich gerade. Den können wir auch noch verkaufen. Ja, weg damit. So, ansonsten sieht es soweit ganz gut aus. So, mal kurz anders hinsetzen. Schön. Gut, dann lasst uns mal weitergehen. Ich würde jetzt eigentlich gern speichern, aber was soll's. Medipacks hätte ich mir vielleicht holen können. Ach, egal. Finden wir bestimmt. Ich vertraue auf die Welt. So, ich nehme an, hier müssen wir lang. Müssen wir? Müssen wir, natürlich. Aber wir gucken erstmal, warum es hier hinten nicht weitergeht. Gut, dass wir gucken, denn... Du wirst doch wohl in der Lage sein, diese Gegenstände da einzukassieren, oder? Nicht den. Ach Mensch, Isaac. Nur weil da so ein paar Stahlträger im Weg liegen. Meine Güte. So, nehmen wir mal wieder hier den breiten Strahl. Ich denke mal, wir kommen jetzt sowieso gleich noch dort vorbei. Schwerelosigkeit. Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken daraus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. Hey, wie geht's, Dude? Alles klar bei dir? Komm mal her. Das sieht lustig aus, der Freund, muss ich sagen. Na komm. Schauen wir mal, was passiert im Schwerkraftstrahl. Lass uns surfen, Dude! Auf der großen Welle! So, dann mal weg mit dem... Scheiß! Ah ja, natürlich! Alles klar! Anomalie zerstört. So, her damit! Huch! Gib mal den Felsen! Wer will mit mir sich anlegen hier, ha? Spüre die Macht des Felsens. Oh, wow, 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 wow. Was tust du? Was tust du? Warum läufst du vorwärts? Was war das denn? Was tut er? Warum bewegt er sich? Irgendwie verliere ich gerade die Kontrolle über Isaac, habe ich das Gefühl. So, der Felsen gehört aber nicht dazu, okay? Was ist das für ein Vieh? Hallo? Eintritt Schwerelosigkeit. Wo ist es denn? Wow, wow, wow! Ach so! Ich dachte schon, es ist was Schlimmes. So, noch einer. Aber selbstverständlich. Ich sehe zwar nichts, aber ich schieße einfach mal. Oh, fuck you. Deshalb. So. I am not amused. Auch über dich nicht. So, haben wir das schon mal. Mmh, lecker Nekrokopf.
So, wo haben die denn jetzt ihre ganzen Gegenstände fallen lassen, ja eigentlich? Ein hübsches Ärmchen. Weg damit. Wir müssen auch eigentlich ein paar... Jo, was geht? Andersrum eigentlich, Isaac. Andersrum. Yay! Ach, cool. Mann, ich wollte ein bisschen Baseball oder sowas mit dem Ding spielen. Neuer Versuch. Du bist zu dumm dazu, Isaac. Komm, schießen so weg. Flatsch. Okay, ein paar Gegenstände werden trotzdem... Geil, was ist das? Ein Arm. Hast du was für mich, Freund? Nicht? Schade. Wie viele waren das jetzt eigentlich? Das waren schon ein paar, oder? So, die haben aber auch... Hier fliegt auch nichts rum, soweit ich das sehe. Ich finde das doch da drüben, oder? Nee, schon wieder bloß so eine blöde Nekro-Rübe. Ich fasse es doch nicht. So, Gemeier. Und ich fasse es auch nicht, wie schrecklich, 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 dass mein Laptop heute mit dem Spiel klarkommt. Das ist wirklich schlimm. Also sonst ist es ja auch immer so ein bisschen und hakelt halt ab und zu mal. Aber heute ist ja wirklich so die Krätze drin. Also es geht ja überhaupt nicht. So, egal. Felsen suchen. Felsen suchen? Och Mensch, kommt Leute. Geh rüber. Isaac, geh. Schön, dass es mal wieder flüssig läuft. So, okay, geht nicht. Na dann. Aha. Nee, ist klar. So, ab an die Wand. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Ist ja gut. There's a Isaac on the wall. There's a Isaac on the wall. An Isaac on the wall. Zerstört. Ich habe doch gerade noch einen gesehen. Och, Leute. So. Es lohnt sich eigentlich gar nicht für die. Komm, wir wechseln mal auf die kleinen Cutter. So, das geht genauso. Mann, wo bist denn du? Hä? Gib her. Ach, da. Yo, Dude. Was? Bleib da mal stehen. Ich will doch nur einen Kaffee mit dir trinken, Mensch. Ist die verfluchten Gliedmaßen aber auch mal abfallen, ist auch manchmal nervig. So, das war's jetzt aber, oder? Scheiße, schon wieder Leben abgezogen gekriegt. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Was fliegt denn hier vor mir? Mann, sind die eklig, ist ja unglaublich. So, weg damit. Kleinen Baby-Mobs hier. Er will nicht wegfliegen. Na sowas. Schön, wie er im Strahl abspackt. Gut, ihr müsst doch aber noch irgendwo... Irgendwo muss doch noch hier... Doch, da drüben, natürlich. Sei kein Frosch, Isaac. Schnapp dir diesen Asteroiden. So, ab damit. Wir hüpfen mal fröhlich. Anomalie zerstört. Und warten auf die nächsten Gegner. So. Vielleicht kommen auch mal ausnahmsweise keine, das ist auch schön. Ey Freund, sag mal, wo ist denn der letzte Asteroid? Hast du den gesehen? Nicht? Naja. Was war denn mit seinem Arm los? So. Take mir mal einen Look. Ach, das ist aber auch doof, wenn man die Waffe nicht in den Anschlag nimmt. Hat man irgendwie nur so ein eingeschränktes Sichtfeld. Das ist total komisch. Ich sehe nichts mehr. Ganz ehrlich, ich sehe keinen Asteroiden mehr. Yay, es läuft mal wieder flüssig. Ach. Ja, gib mal her hier. Und ab dafür. Schwebenden Anomalien zerstört. Schwerkraft kann jetzt wiederhergestellt werden. Das tun wir doch sogleich. Ich glaube, hier sind wir richtig. Schwerkraft. Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Kontrollraum erteilt. Aber selbstverständlich. Fick dich.
Oh nein, komm, ich hab da nicht seinen Monster erwischt. Wow, Alter, Mann. Geh sterben. Oh, leck mich. Oh, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Komm schon. Was? Ach komm, Mann. Entschuldigt, Freunde. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht so weiterspielen. Ich werde jetzt mal die Aufnahme unterbrechen und hoffe, dass ich das irgendwie hier in den Griff kriege. Und ich werde dann nochmal bis zu der Stelle nachspielen hier, aber es geht mir gerade so extrem auf den Zeiger. Also sorry, aber ich kann nicht so spielen. Es geht einfach nicht. Also wir sehen uns mal gleich dann irgendwie wieder, sobald ich das in die Reihe gekriegt habe. Bis gleich. So, Freunde, ich habe mal ein kleines bisschen was umgestellt und ich hoffe, dass es jetzt zumindest ein bisschen besser geht. Ich sehe schon wieder, dass meine Frames schon wieder nur noch bei 25 sind hier. Ich hoffe aber einfach mal, dass es trotzdem geht jetzt irgendwie. Moment, da drüben liegt da noch Union? Nee. Okay. Ja, ich habe diesmal ein paar Medipacks mir noch gekauft. Davon habe ich schon alle bis auf eins jetzt wieder ausgegeben. Lief gerade schon wieder beschissen. Heute ist echt nicht mein Tag, Leute. Gut, habe aber ansonsten soweit jetzt alles wieder nachgespielt. Und von daher sage ich mal, wir können jetzt eigentlich die Schwerkraft hier mal... Alter, fick dich, du blödes... Ja. Es hakelt schon wieder unglaublich. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier drüben rein, würde ich sagen. Ich gebe jetzt den Energieknoten dafür aus. Ich will wissen, was hier drin ist und außerdem geht es mir nicht gut. Da kann man das mal gebrauchen. So, hier drüben haben wir schon mal gar nichts. Das ist ja schon mal grandios. Ach, hier. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Okay. Gut, Medipack, Plasma-Energie. Sehr gut. Es ist zwar kein Schema irgendwie dabei, aber ehrlich gesagt bin ich damit jetzt auch schon ganz zufrieden. Das erklärt natürlich, warum Isaac hier nicht mitspielen wollte, als ich das von der anderen Seite aus mir schnappen wollte. So, das hat ja unglaublich viel gebracht mit dem Umstellen, stelle ich gerade fest. Das ist genauso beschissen wie vorher. Es kotzt mich an. Gut, aber wir haben jetzt zumindest schon mal einen Rückzugsraum hier. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen die Impulswaffe hier zu benutzen, weil ich dafür am meisten Munition noch habe. So, lass mal die Tür schön offen. Da drüben ist das schon der erste. So. Oh, komm, fick dich. Machen wir es eben so, wir verkriechen uns hier rein und warten jetzt einfach, bis die alle vorbeikommen. So, bei dem Dicken wird das natürlich uncool. Aber bei dem da wird es vielleicht... Oh, scheiße, das war so unklug. Es war so unklug. Oh, wie blöd bin ich denn auch. Gut, die Viecher erstmal beseitigen. Ja, die Sackmänner können hier ruhig mal reinkommen, genau. Dann benutzen wir nämlich einfach mal ihre explosiven Säckchen da. Ach, das ist aber freundlich. Die warten auch gleich vor der Tür. Ja, dann würde ich sagen, habe ich das eigentlich ganz elegant gelöst. Ach! Oh. Ja, genau. Dann machen wir das eben so. So, jetzt du noch. Ja, auch noch schön auf den Sack gehauen. So, und jetzt hoffe ich, war es das doch mal endlich, oder? Puh. Also es war ganz gut gelöst jetzt, muss ich sagen, mit dem Energieknoten hier. Das hat sich gelohnt, würde ich denken. So, wir haben jetzt auch bloß diese dumme Impulsmunition ausgegeben. Bei der ist es nicht so schlimm, finde ich. Oh, da ist immer noch so ein Sackmann. So. Spreng mich in die Luft, mein Freund. Die sind aber eigentlich, muss ich sagen, wenn jetzt solche großen Massen ankommen, sind diese Sackmänner ganz gut. Weil die halt schon was Explosives bieten in der Mitte aller anderen. Und somit kann man schon mal mit ein paar Schuss ganz viele wegräumen. Das ist eigentlich ganz praktisch, muss ich